Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sime the Sorcerer Nummer 4. Ich glaube, wir wollten mit dem Jäger noch reden. Halali. Was machst du hier? Psst, leise. Was tut wohl ein Weidmann wie ich im Wald? Ich liege natürlich auf der Lauer. Na, hast du schon was erlegt? Leider nicht. Ich habe langsam das Gefühl, in diesem Wald gibt es überhaupt keine Tiere. Nicht mal Kakerlaken. Also eine Kakerlake habe ich kürzlich gesehen. Sie trug ein rotes Käppchen. Eine Kakerlake mit einer roten Mütze? Du bist ihr offensichtlich noch nicht begegnet. Vergiss es einfach. Hast du nicht den wilden Eber dort vorne erlegt? Ich war nah dran, aber dann hat mir irgend so ein bescheuerter Sniper aus einer halben Meile Entfernung das Vieh abgeknallt. Keine Ahnung, von welchem Clan der war. Ja, ja, hier, 360 No-Scope, ne? Tolle Wurst. Vielleicht solltest du auf andere Opfer ausweichen. Frösche, Vögel, Pferde oder ein paar Spaziergänger, die nicht schnell genug auf die Bäume kommen. Naja, vor kurzem hatte ich immerhin einen Huhn vor der Flinte. Das war ganz seltsam. Ich habe angelegt, gezielt, dann wollte ich feuern, aber es ging nicht. Das Huhn sah mir direkt in die Augen. Es hatte einen so entsetzlich traurigen Blick, dass ich mich nicht mehr rühren konnte. Kopf hoch, du erlegst bestimmt noch was. Nur Geduld. Würdest du mir dein Gewehr borgen? Hast du denn auch einen Waffenschein? In meinem Alter? Wir sind hier doch nicht in Texas. Wobei man ja inzwischen schon Waffen aus dem Netz bestellen kann, ganz ohne Waffenschein. Und wenn dann Kids damit rumballern, dann waren es die Killerspiele. Die ganze Diskussion ist aber selbst für dieses Adventure zu albern. Und das will was heißen. Weidmanns Heil! Man sieht sich! Okay. Ein ganz netter Gefährte, denke ich. So, lass doch mal zur Burg zurückgehen und gucken, wie der Herr Kalypso mittlerweile mit seinem Schauspielunterricht zurechtkommt. Juhu! Ich hab's geschafft! Ich habe die Prüfung bestanden! Endlich bin ich ein staatlich geprüfter Magus! Bitte sag mir, dass du staatlich geprüfter Schlossgeist meinst! Oh, stimmt. Mein erstes Engagement als Schlossgeist. Wir müssen feiern. Das ist wirklich großartig. Wie wär's mit Gänsebraten und Erdbeertorte? Oh, ach so, du kannst ja nichts mehr essen. Na egal, freut mich, dass du es geschafft hast. Ja, danke für deine Hilfe. Du bist ein echter Freund. Endlich hat mein Dasein wieder einen Sinn. Wirf mal einen Blick auf diesen Bauplan von Architekt Eisenbein. Wo ist denn hier der Eingang? Das ist doch nur ein Vorabzug. Das erkennst du am V. Und das bedeutet, der Plan ist nur mal so zum Angucken erstellt worden. So ist die Burg nie gebaut worden. Ich erkenne sie auch nicht annähernd wieder. Und was bedeutet eigentlich dieses V da? Ach so, ich dachte, das wäre Entwurf Nummer 5. Man lernt doch nie aus, selbst in meinem betagten Alter nicht, wo bereits die Weisheit an meine Tür klopft. Ich habe hier den Bauplan von Architekt Hinkensterz. Kannst du mir hier den Eingang zeigen? Ich weiß nicht recht. Soll das wirklich der Bauplan der Burg sein? Das Gebäude dort habe ich anders in Erinnerung. Nein, eigentlich gar nicht. Wenn ich es recht überdenke. Und hier im Turm ist die Statik doch komplett falsch. Nein, nach diesem Plan wurde die Burg nicht gebaut. Also kann ich dir hier auch nicht den Eingang zeigen. Also gut, das taugt nicht. Vergessen wir diesen blöden Plan. Sieh mal diesen tollen Burgbauplan von Architekt Münzelstern an. Zeig mir bitte den Eingang. Ein hübscher Plan. Aber was sollen diese Durchbrüche überall? Die Türen hier existieren gar nicht. Das verwirrt mich total. Oder sind sie doch da? Und ich bin nur hindurchgeschwebt? Ich glaube kaum, dass das der Plan ist, nachdem die Burg gebaut wurde. Schon gut, das wird ja komplizierter, als ich dachte.
Schau mal, ein Burgmodell aus kleinen Stecksteinchen. Kannst du erkennen, wo hier der Eingang ist? Das ist mal ein schönes Modell. So herrlich bunt und kindgerecht. Ich erinnere mich gar nicht an all die Stecknappen auf den Mauersteinen. Außerdem glaube ich, da waren mehr Räume. Zumindest ein paar. Das hier ist ein Miniaturmodell der Burg. Den Eingang müsstest du doch kinderleicht entdecken können, oder? Ja, das ist ein Miniaturmodell der Burg. Es ist sogar aktueller als die Burg selbst. Schau mal, der Eingang ist vorne hinterm Gitter. Dort, wo hier nur eine Tür an die Wand gemalt ist, befindet sich im Modell der Eingang. Das entspricht also nicht der Burg. Schau mal diesen Geheimplan an. Lauter Geheimgänge und Türen. Wie kommt man denn damit am besten in die Burg? Hey, das finde ich aber spannend. Guck mal, alle diese gestrichelten Linien. Was haben die wohl zu bedeuten? Alter Mann, du machst mich fertig. Das sollen Geheimgänge sein. Hast du denn keinen davon entdeckt? Ach so, du hast recht. Tja, das könnte wirklich der Plan der Burg sein. Da waren so ein paar Gänge hinter Türen, die man nicht erkennen sollte. Nein, Moment. Eigentlich war es nur ein Arbeiter, der aus Versehen in die Wand eingemauert wurde. An der Rückseite der Burg ist auch ein Geheimgang eingezeichnet. Sieh mal. Allerdings, komisch. Daran erinnere ich mich gar nicht. Irgendwas war auch mit der Rückseite der Burg. Dort ist irgendwas anders. Ja? Was denn? Also da war... ich weiß nicht mehr. Was wollte ich nochmal? Ah ja, der Magierkongress. Ich muss mich beeilen. Ich glaube, am besten finde ich selbst heraus, was an der Rückseite der Burg nicht stimmt. Bei meinem Glück sind es nur ein paar Graffiti. Ich will dich nicht länger aufhalten. Du musst bestimmt zum Dienst, alter Mann. Ja, wahrscheinlich. Ich habe es extra mit dem Geheimgang mal gewartet, weil ich mir dachte, dass da wahrscheinlich... Können wir jetzt irgendwie da hinten? Ah ja. Endlich war Simon, der Zauberer, an sein Ziel gelangt. Nur um zu erkennen, dass sein Plan gescheitert war. Der geheime Zugang zur Burg, den er zu benutzen gedachte, war leider noch gar nicht fertig gebaut. Ein schwerer Schlag für den jungen Helden, der vielen Strapazen und Gefahren getrotzt hatte. Hatte sich das Glück von ihm abgewandt? Hatten ihn die Götter verlassen? Stand er nun am Ende seines Weges? Doch Simon wäre nicht Simon, wenn er nicht auch in dieser düsteren Stunde die Hoffnung bewahrt hätte. Er wäre nicht der tapfere Held, wie wir ihn alle kennen und lieben. Er wäre nicht der Schwarm aller Frauenherzen, wenn er nicht auch in dieser scheinbar ausweglosen Situation eine Lösung gefunden hätte. Wo jeder andere verzweifelt wäre, da kam Simon eine geniale Idee. Wenn's hier keinen Geheimgang gibt, dann gehe ich halt durch die Baustelle rein. Moment, eine Baustelle? Hier ist ja noch alles offen. Na, sieh mal an. So, was haben wir denn alles? Das Schild? Das Bauunternehmen heißt also Luftschloss. Nun, man kann ihnen wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht ehrlich gesagt hätten, was man von ihnen zu erwarten hat. Ah ja, hier, Blizzard. When it's done. Das wird irgendwann in ferner Zukunft einmal ein stolzer Burggraben mit Krokodilen und tödlichen Fallen sein. Naja, momentan sind höchstens Frösche und ein paar Käfer zu sehen. Wahrscheinlich. Ist das eigentlich der Maulwurf da aus Teil 3, der da rumlief? Der magische Barrieregenerator 2500+. Puh, so ein Ding hält mich nicht auf. Schon gar nicht, wenn die Treibstoffanzeige auf Null steht. Naja, sehr gut. Was haben wir hier mit dem Warnschild? Do not enter. Ich glaube, das ist Englisch und bedeutet so viel wie trete ein. Ja, genau, das wird es auf jeden Fall sein. Wie sagt hier der Maulwurf? Dann schauen wir mal. Aha, auch hier sieht's aus wie auf einer Baustelle. Ich hatte nichts anderes erwartet.
Immerhin scheint das Hauptgebäude mit dem Thronsaal fast fertig zu sein. Mhm. Hier wohnt und wirkt also Kalaba, die alte Kröte. Ja, zumindest robust. Schauen wir uns erstmal um, bevor wir da reingehen. Nette Hütte. Der ideale Ort, um vollkommen irre Partys zu feiern. Mhm. Hinter diesem Kistenstapel könnte ich mich verstecken. Okay, gut zu wissen. Sonst noch irgendwas von Interesse hier? Sieht aus wie eine Filmkulisse. Aber welchen Film drehen die hier? Mhm. Vielleicht den Film mit zu einer Biografie des Königs. Man weiß es ja nicht. So. Geheimer Eingang, Haus des Kämmerers. Kommen wir da eigentlich rein? Nö, oder? Doch, können wir tatsächlich. Fangen wir links an, danach gucken wir uns einmal das Hauptgebäude an. Du schon wieder? Was gibt es Neues? Hast du Fortschritte gemacht? Hm. Fortschritte? Oh ja, es gibt große Fortschritte. Sehr große Fortschritte. Richtig große Fortschritte? Riesige, absolut riesige. Dann kann's ja bald losgehen. Oh, und ab. Was gibt es von dir für Neuigkeiten? Was geht dich das an? Nur weil du ein paar kleinere Dienstleistungen für mich erbringst, breite ich doch nicht gleich meine neuesten und wie immer brillanten Einfälle vor dir aus. Du bist doch sonst nicht so neugierig. Was? Ich und neugierig? Oh nein, das war eine Frage aus reiner Höflichkeit. Mich interessiert dein Kram wirklich einen feuchten... Wie bitte? Das interessiert dich alles nicht? Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast. Den künftigen König des Reiches. Wenn der amtierende Nichtsnutz erst mit meiner genialen Lichtbündelmaschine geröstet wurde. Und das Allerbeste, ein König, der ohne erkennbaren Grund zu Asche zerfällt. Da glaubt am Ende doch jeder, dass der die Götter beleidigt hat. Ach, was habe ich da für eine geniale Maschine konstruiert. Es fehlt tatsächlich nur noch ein einziges Bauteil. Hast du es dabei? Wenn ich es dabei hätte, wie sähe es dann aus? Na, wie solch ein wertloser Diamant eben aussieht. Weißt du nicht mal das, du tölpelhafter Handlanger? Sicher. Natürlich weiß ich das. Nicht, dass du mir nachher einen Saphir oder Rubin aus Glas bringst. Damit kann ich nichts anfangen. Ich wollte dir nur noch einmal sagen, wie sehr ich dich bewundere. Danke, Handlanger. Aber das weiß ich. Du gehörst zu den wenigen Privilegierten, welche schon jetzt wissen, was für ein begnadeter Herrscher bald dieses Königreich regieren wird. Die Sonne ist es nicht wert, euer Antlitz bescheinen zu dürfen. Jetzt übertreibst du aber. Ich sehe die Sonne eher als gleichberechtigten Partner. Ich muss, weiter. Aha, jetzt sehe ich klarer. Endlich weiß ich, was mein Doppelgänger im Schilde führt. Was es wohl mit diesem Diamanten auf sich hat? Ich sollte mich im Haus von meinem falschen Zwilling mal umschauen. Na gut, den falschen Diamanten haben wir ja schon mal. Ja, die Frage, genau, dass wir den halt einfach austauschen. Kommen wir da ich rein? Ich sollte da nicht einfach so hereinplatzen. Das gibt nur Ärger. Okay. So, was könnten wir denn jetzt noch machen? Also, wie gesagt... Achso, warte mal, wir könnten ja vielleicht mal... gehen wir gerade nochmal zurück zum Flussufer. Vielleicht hat der Lust, dem Wolf ein wenig zu helfen. Alali. Apropos Halligalli, ich hätte vielleicht einen Job für dich. Tatsächlich? Worum geht es? Was soll ich erlegen? Naja, es ist grau, hat 4 Pfoten, lange, spitze, vergilbte Zähne, stinkt nach Alkohol und heult den Mond an. Ah, ich verstehe, ein Wolf. Also, ich weiß nicht. Der König sieht es nicht gern, wenn man in seinem Wald Wölfe schießt.
Aber er hat eine alte Frau und ein Mädchen gefressen. Der König? Nein, der Wolf. Wahrscheinlich wurde er von dem Kind irgendwie provoziert. Wie unvorsichtig Kinder doch manchmal sind. Ich habe das arme Mädel auch noch gewarnt, aber sie wollte einfach nicht hören. Wo finde ich die Bestie? Ich werde mich sofort darum kümmern. Ja, aber bitte vergiss dabei den Wolf nicht. Geh zum einsamen Haus nördlich der Trollbrücke. Da wartet der Kerl nur darauf, dass du ihm endlich den Bauch aufschneidest. So, genau. Ich hoffe mal, dann geht's dem Wolf etwas besser danach. Ich glaube, da können wir auch mal hinlaufen. Kommen wir nicht von hier hin? Du bist ja immer noch da drin. Dann machen wir es halt so. Na ja. Bist du schon angekommen? Sehr schön. Na dann, woran hapert's? Also gut, ich werde mich um den Wolf kümmern. Warte bitte hier draußen. Das passt mir gut. Ich kann kein Blut sehen. Die Situation ist sehr, sehr ernst. Ich denke, ich muss dringend operieren. Der Wolf hat Nierensteine. Bitte was? Du sollst dem Wolf den Bauch aufschneiden und die Großmutter rausholen. Na gut, vielleicht auch noch das Rotkäppchen. Aber nur, wenn es gar nicht anders geht. Und jetzt willst du operieren? Ich denke, du bist Jäger. Doktor Jäger, wenn ich bitten darf. Doktor Jäger. Ich bin Chirurg, auch wenn ich momentan kaum Patienten habe. Neben Golf ist die Jagd mein größtes Hobby, aber das mache ich natürlich nicht hauptberuflich. Ein Golfer, der jagt. Ein Jäger, der operiert. Ich wusste nicht, wie abwechslungsreich so ein Medizinerleben ist. Wenn dich schon ein so simpler Sachverhalt psychisch überfordert, solltest du mal zum Psychologen gehen. Ich kann dir einen talentierten Kollegen empfehlen. Aber zum Thema. Die Nierensteine müssen wirklich raus. Ich werde den Wolf in jedem Fall operieren. Verstehe. Solltest du dabei zufällig Personen in seinem Bauch vorfinden, die da nicht hingehören, würdest du sie herausholen? Gerne, wenn Sie Ihre Versichertenkarte dabei haben und 10 Euro, sofern Sie nicht privat versichert sind. Du musst mir aber behilflich sein. Ich brauche ganz dringend ein gutes Skalpell und Betäubungsmittel. Sowas kannst du mir doch sicher in der Stadt besorgen, oder? Ich will sehen, was ich tun kann. Ich wette, bei meinem Glück verhaften Sie mich bei diesem Einkauf wegen Dealerei mit Waffen und Drogen. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, ich glaube, das war, als das rauskam, war das mit dem mit diesen 10 Euro Gebühren oder Arztgebühren gerade einigermaßen frisch, oder? Ja, das müsste so 2006, 2007 rum gewesen sein, als das eingeführt wurde. Na gut, vielleicht kriegen wir... Ach so, warte mal, ein Messer haben wir. Betäubungspfeil haben wir. Das Messer hatten wir auch, aber das ist ja noch nicht scharf. Es ist so stumpf, dass jeder, den man damit erstechen will, sich darüber totlacht. Okay, dann kann man sich das Erstechen auch sparen. Gut, vielleicht kriegen wir das ja geschliffen. Mal auf zum Marktplatz. Du kennst dich doch mit scharfen Sachen aus. Was macht dein innerer Frieden? Er hat sich soeben in Luft aufgelöst. Kannst du mir dieses Messer schleifen? Zeig mal. Ja, das könnte ich schleifen. Natürlich kostet dich das eine Kleinigkeit. Moment, du willst Geld? Wäre es nicht eine freundliche kleine Geste, die deinen inneren Frieden fördert, wenn du mir einfach so das Messer schleifst? Hey, sogar mir entstehen gelegentlich Kosten. Zum Beispiel ist mein Nagelbrett kaputt. Ein Nagel fehlt. Und auf der Stelle mit der entstandenen Lücke kann ich einfach nicht mehr in Ruhe meditieren. Besorge mir einen. Dann schleife ich dein Messer umsonst. Hier hast du deinen Nagel. Schleifst du mir jetzt das Messer, bevor du deine Matratze flickst? Wunderbar. Dieser Nagel passt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, mein Bett neu zu beziehen. Wofür brauchst du das Messer überhaupt?
Ach, damit soll nur so ein versoffener Wolf aufgeschlitzt werden, um ein paar Leute aus seiner Wampe zu befreien. Nun, so etwas kommt häufiger vor. Also ein Allerweltskalpell. Etwas Geduld, bitte. Hier hast du dein Skalpell. Mach damit bloß keinen Unsinn, es ist sehr scharf. Sehr gut. Na, dann können wir damit in der nächsten Folge wieder zurück zum Jäger gehen. Mal schauen, was der damit anzufangen weiß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.